Wie du die Eurex-Märkte inklusive DAX, Eurostox und Bund Future handelst, erfährst du in der heutigen Webinar-Folge von The Trading Pit. Du bist Trader. Konntest bereits Erfahrungen im Markt sammeln? Aber dir fehlt das nötige Eigenkapital, um hohe Renditen zu erzielen. Du hast keine Lust, dein Depot über mehrere Jahre groß zu traden? The Trading Pit löst genau dies. Und ermöglicht dir jetzt schon den Sprung auf das nächste Level. Starte jetzt durch. Starte mit The Trading Pit. Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Webinar-Folge von The Trading Pit. Für die heutige Folge konnten wir den professionellen Händler Sergej Wolf gewinnen, der uns einen Einblick gibt, wie man die Instrumente DAX, Eurostox und Bund Future aus Sicht eines institutionellen Händlers handelt. Bevor wir aber gleich auf Sergej und auf das heutige Webinar eingehen, zeige ich Ihnen den schnellsten Risikohinweis Deutschlands. Risikohinweis, liebe Zuschauer, die Inhalte dieses Videos sind ausschließlich allgemeine Informationen und Unterhaltung der Weiterbildung. Dies sind keine Empfehlung zum Erwerb, dem Handel oder der Veräußerung von Finanzinstrumenten und somit keine Anlageberatung. Insbesondere können Trading Pit, Gäste und Referenten dieses Videos nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Aussagen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen aus dem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, der trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Dies wiederum bedeutet, dass weder der Trading Pit noch die Referenten noch die Gäste dieses Videos für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass die Anlageentscheidung aufgrund von Informationen, Inhalten oder Kommentaren bezüglich diesem Video getroffen haben. Und das war der obligatorische Risikohinweis, womit ich unseren heutigen Referenten Sergej Wolf von ganzem Herzen willkommen heiße. Hallo Sergej. Ja, moin moin. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus an die Teilnehmer des Webinars, sowie auch die gerade auf YouTube zugeschaltet sind. Genau. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, bevor wir gleich in das Thema einsteigen, kannst du gerade zwei Worte zu deinem Background sagen? Zum Background, ja. Also, ich war früher Pilot, ja, habe meine Berufsausbildung da gemacht, bin dann in den Handel übergewechselt und habe 2017 meine Eurex-Prüfung gemacht, habe da quasi also als Derivatenhändler und bin dann sofort nach der Prüfung bei uns eingestiegen, ja, als Händler und bin jetzt seit Anfang 2018 dabei, ja, durchgehend quasi als Händler unterwegs und mache jetzt seit ungefähr 2 Jahren das Mentoring, das, was wir heute machen werden. Cool. Vielen lieben Dank für die kurze Vorstellung, Sergej, womit ich auch direkt wieder den Ball zu dir rübergebe. Liebe Zuschauer, viel Spaß mit dem heutigen Webinar. Super. Also, mein Bildschirm. Passt. Also, ihr müsst meinen Bildschirm jetzt sehen. Super, wunderbar. Womit beschäftigen wir uns? Also, im Grunde genommen mit dem, was ich auf dem Bildschirm habe. Ja, das ist der DAX, das ist der Eurostox, das ist der Bund. Genau. Und das sind so die drei Haupthandelsinstrumente, die ich jetzt seit fast 2018 handel. Ich habe mit dem DAX angefangen, ganz am Anfang, und danach aber relativ zügig die Vorteile der liquiden Märkte für mich gesehen und bin dann auf den Bund gewechselt und auf den Eurostox gewechselt. Ja, und wie gesagt, seitdem entwickle ich mich hauptsächlich in diesen Instrumenten weiter. Ja, den DAX habe ich so mehr abgeschrieben. Ja, das eine oder andere kann man da mal klicken. Aber der Fokus geht quasi auf die liquiden Märkte, da wo man auch so ein bisschen mehr Size unterbringen kann. Genau. Das passt so. Ja. Das heißt, was mache ich? Ich mache jeden Tag um 12 Uhr im Grunde genommen dieses Mentoring, ja, das Mentoring-Programm, was bei uns läuft, was im Grunde genommen so entstanden ist, dass wir Händler für uns privat gesucht haben, ja, für unsere Family Office in Frankfurt. Und es sah nicht so toll aus, ja, die Leute sind nicht gut durchgekommen durch die Auswahlprocedures da. Und ich habe mir mal wieder die Trades angeguckt und musste feststellen, dass da ziemlich viel Background-Wissen fehlt, ja, das heißt, alle versuchen irgendwie so kleinen Schrott zu handeln, ja, so Scalping unterwegs, ja, das heißt also da, wo eigentlich
die Elite der Eliten handelt, ja, im Scalping-Bereich langfristig zu überleben, ist gar nicht mal so einfach, ja, weil man denkt, dass schnelles Geld, Scalping, ja, man wird gierig und diese ganzen Sachen, also man versucht das irgendwie so umzusetzen, grüne Kerze, ich bin long, rote Kerze, ich bin short, solche Geschichten, ja, aber Scalping braucht einen unheimlich festen Handelsplan, ja, unheimlich gute Levels, ja, das muss alles richtig durchdacht sein, ja, und viele haben das nicht, ja. Und deswegen habe ich dann versucht, den Leuten so ein bisschen über das große Bild die Augen zu öffnen, zu sagen, pass auf, ja, in einer Zeit, wo du 825 Trades gemacht hast und wenn man auf Break-Even sitzt, ja, kann man allen lieber einen schönen Trade machen in einer Zone, wo die großen Marktteilnehmer ihr Volumen drin haben, ja. Und das heißt, an dieser Stelle wird es zwangsnotwendig zu irgendeiner Reaktion kommen. Ja, und wenn du dich gut entwickelst, dann kannst du das nicht nur als Impulsreaktionstrade handeln, sondern daraus kannst du auch tatsächlich dann eine ganze Bewegung vielleicht handeln. Genau, und so ist das alles entstanden, so dass ich quasi das Mentoring gemacht habe. Genau. Vorab so ein bisschen, ja, müsst ihr euch im Handel, ja, also das heißt, wenn jemand hinkommt, ja, was ich oft habe, und die Leute sagen nach einem halben Jahr, ja, die haben 4 Monate Bitcoin gehandelt und 2 Monate dann irgendwas anderes, und die kommen und sagen, ich kündige meinen Job, weil es klappt ja so gut und hin und her, und die wollen das Mentoring haben, ja, das noch alles auf dem Demo-Account, ja, das funktioniert so nicht, ja, das heißt, im Grunde genommen, ist das, der Handel ist ein Riesenapparat, ja, das heißt, also ein Riesenprozess, was dahinter steckt, ja, und das ist nicht nur, sagen wir, handwerklich, ja, Fingerspitzengefühl gefragt, sondern viel auch euer Kopf gefragt, ja, und ihr müsst gewisse Phasen durchlebt haben, ja, wenn ihr die Phasen nicht durchlebt habt, dann kommen auf euch Sachen, die ihr noch nicht so einschätzen könnt, und das ist dann der Zeitpunkt, wo es nicht mehr so funktioniert wie gestern, wo man sich dann im Grunde genommen das, was man im letzten Jahr aufgebaut hat, zerschießt man das innerhalb von einer Woche. Ja? Deswegen funktioniert der Handel nicht. Handel erlernen in 3 Monaten und sowas, das ist nicht realistisch. Ja? Also realistisch ist, eine Grundlage zu schaffen in 3 Monaten von mir aus, ja, im halben Jahr, und danach diese Grundlage 1, 2, 3 ja, ausarbeiten, ja, da sich Setups auszugreifen, da perfekt zu werden. Warum sage ich das? Aus einem Grund, weil ich jetzt die Woche so ein bisschen gelesen habe bei uns im Skype-Chat und hin und her, ja, wo ein paar Jungs reingeschrieben haben, dass der Eurostoxx im Moment so scheiße läuft und man die Trades, die man aufbaut, nicht halten kann. Und da geht nichts auf und hin und her. Und da fängt schon der Fehler an. Ja. Im Eurostoxx sind wir nicht im Trend drin. Im Eurostoxx sind wir in der Range drin. Ja. Wenn man so möchte, das ist die Range. Range ist eine Sache für sich, wie man das handelt. Ja. Die Marktteilnehmer haben ein ganz anderes Denken, wie die da drin handeln. Ja, das heißt, ist das ein Aufbau, ist das Desinteresse, ist das Zurückhaltung? Was möchten die mit dieser Range aussagen? Ja? Deswegen können wir uns an Trades nicht fesseln. Das heißt, ich kann nicht jedes Mal in einen Trade reingehen, mich zurücklehnen und sagen, lauf jetzt 100 Punkte. Ja? So. Das heißt, wir müssen jeden einzelnen Trade objektiv bewerten. Ja, ich kann nicht sagen, er könnte aber, ja, nachdem er diesen Vollspread hier unten gespielt hat, müsste diese Kerze eigentlich 300 Punkte nach oben steigen, deswegen werde ich meine gesamte Position nicht rausnehmen hier oben, sondern ich lasse einfach den Markt durchlaufen, der Markt kommt wieder komplett zurück, mein Spread eben nach 8 Stunden. Ja. Ja, und das ist ziemlich dämlich. Ja. Deswegen, wir müssen als erstes einen gewissen Kontext reinbekommen. Ja. Das heißt, wir müssen den Blick auf dem Markt unabhängig zum Handel erstmal gewinnen. Das heißt, wir müssen erstmal definieren können. Sind wir im Trend? Sind wir in der Range? Sind wir im Außenstab? Wo sind wir? Wie sind wir? Was haben wir zu erwarten? Ja? Und dann
in gewisse Zonen einfach abarbeiten. Kommen wir in die Unterstützungszone, wo ist die nächste Distributionszone oder Widerstandszone? Ja, das heißt, wo ist erstmal für diesen Trade, wo ist erstmal das ultimative Ziel? Ob der Markt jetzt weiterläuft, danach nicht weiterläuft, ja, kann uns, braucht uns nichts angehen, weil wir überspringen keine Levels. Ja, wir handeln von A nach B, ja, wird B durchgehandelt, entsteht im B wieder Akkumulation, also sammelt einer, dann wird aus B A und die Strecke geht dann zum nächsten Punkt, den wir uns vorher definiert haben. Deswegen geht nicht den Weg und behandelt jeden Tag gleich. Das heißt, wenn ihr nur Trades laufen lasst, ja, kann das langfristig, es wird langfristig irgendwie aufgehen, aber ihr werdet immer wieder psychisch konfrontiert werden. Ja? Das heißt, ihr werdet immer wieder negative Momente haben. Ja? Schöner Trade, 20, 30, 40 Punkte und danach kommt das ganze Ding wieder zurück und schließt Break-Even, vielleicht im Minus sogar. Ja, und das kann nicht angehen. Also müsst ihr da so ein bisschen für euch sortieren. Ja? Haltetage sind im Jahr sehr, sehr wenige. Ja? Das heißt, wir brauchen dafür einen Trend, wir brauchen größere Ziele. Das sind Haltetage. Sind wir in der Range? Range ist rein und sieh zu, dass du als Erster irgendwo im oberen Drittel rausspringst. Ja, weil wenn die Großen anfangen rauszuspringen, ja, dann ist das meistens schon zu spät, ja, wenn man diesen Wendepunkt verpasst hat. Genau, das nur als Vorwort. Ja. Deswegen, ich würde nicht sagen, dass die Märkte schwierig zu handeln sind oder die Märkte gerade irgendwas Untypisches machen. Ja, die machen genau das, was zu dem, sagen wir, zu der Marktphase gerade passt. Ja, typisch. Ja, das heißt, machen ihre 10 Punkte und danach ist Sabbat. Da passiert nichts mehr. Ja. Solche Geschichten. Genau. Gehen wir mal jetzt zu der heutigen Vorbereitung mal rein. Was haben wir gesehen? Im Grunde genommen haben wir im DAX hier unten, also nachdem wir hier auf der Short-Seite unterwegs waren, haben wir uns relativ lange hier aufgehalten. Ja, war erstmal eine Range-Phase und wurde immer wieder durchgestochen. Das heißt, diese Range wurde nach oben rausgenommen. Ja, und hier dann im Grunde genommen die Range nach oben einfach wieder verlagert. Ja, also sagen wir, eine Sammelzone oben drüber. Ja, das war nochmal schön zu sehen. Nochmal dieser Durchstich tief da rein. Wurde sofort aufgekauft, wurde sehr, sehr schön hier über dem False Break bestätigt, ja. Also Kerze durchschossen, schließt oben drüber, das Setback als Follow-up. Ja, das heißt, das ist die Bestätigung, mehr oder weniger, dass der Long immer noch im Markt ist und Interesse hat. Das heißt, wenn sich sowas meistens auflöst, dann in Trendrichtung. Ja, aber auch hier nicht blauäugig dahin gehen und sagen, der muss sich auflösen. Das heißt, Thema von gerade, ich muss jetzt jeden Tag hier durchhalten bis zum Abwinken. Ja, sondern dieses Halten kommt erst in Frage, weil wir im Grunde genommen die Range nach oben verlassen. Ja, was er gestern gemacht hat, das heißt, er hat hier die Oberseite nach oben rausgenommen, Flows darüber gespielt. Heute hier im Grunde genommen relativ früh schon, ja, 7.30 Uhr da auf der Oberseite, relativ zügig das Daily High hier gerissen. Und da muss man sich erstmal orientieren, was Sache ist. Ja, aber das sind so die Tage, die wir mitnehmen können, wo man sagt, okay, da sollte eigentlich ein bisschen mehr reinkommen, weil die Marktteilnehmer, die wollen ja auch quasi was von der Bewegung haben. Ja? Und diejenigen, die es um 9 Uhr verpasst haben, ja, die müssen natürlich zusehen, dass die in die Bewegung mit reinkommen, reinspringen, wie auch immer. Ja? Das heißt, diese Setbacks werden sehr, sehr lukrativ sein. Ja, aber das erstmal zum DAX. Ja? Maximales Setback hier so 418, ja, das, wo wir drüber geschlossen haben. Genau. Dann Eurostoxx. Eurostoxx im Grunde genommen same play hier, ja. False Break Unterseite wurde gekauft, das heißt nach oben, ja, auf der Oberseite haben wir, das war so die erste Range, dann nach oben die zweite Range hier gebildet. Die wurde gestern nach oben auch rausgenommen, ja, hier hatten wir noch einen Außenstab, der jetzt schon seit fast 2 Wochen hier im Markt ist, ja, 185 auf der Oberseite. Ja, das heißt, das hat er gestern erreicht. Ja, das hat er gestern hier erreicht und ziemlich oben geschlossen. Ja, das heißt, würde an diesem Außenstab die Reaktion nach unten kommen, das hätten die schon gestern gespielt oder heute zumindest sehr aggressiv sofort unter das Daily Low
drunter gelaufen und dann zumindest 149 irgendwo in diesem Bereich hier erreicht. Haben die nicht gemacht, sondern die haben das Daily High rausgenommen und somit erstmal uns die Strecke nach oben rausgegeben. Das heißt, alles weitere, was auf der Oberseite ist, sind nur noch Zielbereiche. Ja? Das ultimative Ziel ist viel, viel weiter. Ja, hier habe ich einen Zielbereich zum Beispiel eingezeichnet, 203 gewesen. Ja, und eigentlich müssten die jetzt also um diese Hochs dann kämpfen. Ja? Das heißt, nicht vielleicht unbedingt heute, wobei es ist nicht viel Platz mehr auf der Oberseite, es sind noch 40 Punkte vielleicht. Wäre auch realistisch, dass die heute hier anlaufen und dann müssen die auf der Oberseite die Shorts, die hier quasi versucht haben, nach unten aufzubauen, müssten hier dann verteidigen. Also das wird hier eine schöne Kampfzone um die 260 werden. Ja, aber heute im Grunde genommen, wie gesagt, war der Plan so um das Daily High versuchen, da irgendwas zu handeln. Ja, was genau, können wir uns gleich angucken. Bund war auch ganz interessant, ja. Bund im Grunde genommen auch hier so ein bisschen, ja, übergeordnet, wenn man so möchte. Kommen wir auf der Oberseite nicht durch, wir kommen auf der Unterseite auch nicht durch. Wir haben noch hier einen riesen Außenstab hängen, ja, wo wir immer wieder Reaktionen Richtung Unterseite sehen. Ja. Das waren so Durchstiche auf der Oberseite. Das heißt, heute im Bund handelstechnische Zonen hatten wir. Moment, ich muss das Bild hier rausnehmen. So, handelstechnische Zonen im Grunde genommen. Ja, das Daily High hier auf der Oberseite. Ja, Daily Low, hier haben wir ein Vollspray-Niveau, wo wir daran geschlossen haben. Ja, das heißt 46, 56 erstmal als Zone. Ja, und also hier Long, hier Short. Ja, Long, Short. Ja, und das war so das Szenario. Ja, mit Zwischenzielbereichen, ja, das Daily High hier auf der Oberseite und ansonsten eigentlich wäre das schön hier, also um die 37,40 anzuhandeln. Aber auch hier, ja, wir stecken nicht da drin. Wir wissen ganz genau, dass heute Nacht da irgendwas gelaufen ist, weil alle Märkte so um die gleiche Uhrzeit reagiert haben. Was haben wir noch für Informationen? Wir haben heute CPI-Tag. Auch die Bundesländer haben heute die ganzen Verbrauchpreiszahlen gebracht. Ja, das heißt, da müssen wir sowieso erwarten, dass im Bund, besonders im Bund, dass dort teilweise Bewegung vielleicht reinkommt, die wir so gar nicht erwarten. Ja, dass er vielleicht seine Ziele nicht erreicht, weil vielleicht sind die CPI schlechter oder besser der Bundesländer. Ja, also maßgebend für Inflationszahlen und. Ja, das heißt, also da positionieren sich die Teilnehmer bzw. reagieren dann auf die Nachrichten. Nehmen Gewinne mit Baumpositionen aus, wie auch immer. Genau, nach oben durchgestochen, Vollsbreak der 29 gespielt, Richtung Unterseite, ja, und auf der Unterseite alles erreicht, was er erreichen musste, und hat sie dann wieder quasi auf der Unterseite stabilisiert und läuft wieder hoch. Ja, auch das schön zu sehen gleich. Wenn ihr hier so sitzt und die Kerze euch anguckt, ja, dann denkt man ja eigentlich, mein Gott, der wird gleich die Unterseite rausnehmen und wir laufen 10.000 Punkte nach unten. Ja, und das ist etwas Subjektives. Ja, das heißt, das ist etwas, was ihr euch einbildet, im Voraus schon irgendwas versucht, euch da einzubilden, was mit der Objektivität gar nicht zusammenkommt. Ja, das sind immer so wieder die gleichen Aussagen. Ja, ich habe schon mal gekauft, weil ich habe gedacht, dass er das tief nimmt. Ja, guck mal die Kerze an, guck mal das hier an. So, das ist so alles ziemlich für Nachtgeschichten. Ja. Das heißt, ihr müsst objektiv sein. Wenn der Markt euch zeigt, dass er am Level ein Short handelt, dass der Markt euch zeigt, dass er ein Short aufbaut, dass der Markt euch zeigt, dass irgendwas passiert, dass der Markt euch zeigt, dass die Renditen da und da sind, dass es quasi gleich nach unten durchgeht. Ja, das heißt, also objektiv, ja, das heißt, jemand von der 46 geht in die 48 rein und absorbiert 10.000 Kontrakte, ja, und unten drunter wird sofort aggressiv verkauft. Das ist etwas, was objektiv, ich sehe das. Ja, aber wenn sowas nicht passiert, dann kann ich auch nicht unterstellen, dass er nach unten hier durchläuft. So, ich sitze da und warte ab, ja, sehe ich eine gewisse Stabilisierung hier, schön, und dann kann man auch auf der Longseite handeln. Ja, ob die Kerze jetzt durchgefallen ist, nicht durchgefallen ist, weil was sagt mir das Einzige hier aus, ist,
dass das Ganze nach Boom nicht gehalten wurde oder nicht gehalten werden konnte. Shortseite ist reingekommen. Nichtsdestotrotz ist hier auf der Unterseite primär erstmal Long Level. Ja, das heißt, die Long stehen hier und müssen diesen Short hier erstmal blockieren, ihre Position versuchen zu verteidigen, vielleicht Position abzubauen und nach unten mitzugehen, wie auch immer. Aber der Long wird da stehen und erstmal sagen, ey, bis hier und nicht weiter. Und wenn der Long hier stark genug ist und sich durchsetzt, dann läuft er auch nach oben. Ja, Punkt aus. Deswegen also versucht euch da weitgehend zurückzunehmen und dieses hätte, er wird bestimmt und ich habe gedacht, ja, solche Aussagen, dann kriege ich Gänsehaut, wenn ich sowas höre ständig. Ja, ihr habt nicht zu denken, nein, ihr habt zu beurteilen, was der Markt jetzt gerade macht. Alles, was darüber hinausgeht, ja, da könnt ihr fundamental dann handeln. Ja, wenn ihr denkt, dass die Inflation so und so lange bleibt, vielleicht noch höher wird, ja, das heißt, da könnt ihr durchaus denken, langfristig Geld anlegen und dann auf dieses Denken aussitzen und Geld verdienen. Im Kurzfristhandel hat das Denken nichts verloren. Ja? Das heißt, im Kurzfristhandel bereitet ihr euren Tag vor, die Levels, geht an den Levels die Situationen durch, die ihr erwartet, ja? Ein Breakout, Reversal, False Break, whatever, das, was zu euch gehört, und dann sitzt ihr und wartet nur. Ja? Und sobald das kommt, ja, so, ihr seid kurzfristhandel, ihr seid wie Scharfschützen. Ja. Ihr habt euch darauf vorbereitet morgens, dann geht ihr in euren Einsatzgebiet und jetzt wartet ihr. Hase läuft vorbei, bumm, fertig. Ja, wollt einen Hase mitnehmen. Ja, und genauso läuft das hier ab. Ihr müsst gar nicht mehr denken. Das Denken habt ihr vorher erledigt. Ja, das heißt, als ihr eure Levels vorbereitet habt, habt ihr die Szenarien im Kopf durchgegangen, was handle ich. Und jetzt sitzt ihr da, wartet. An diesem Level kommt ein Trigger, ja, den ihr euch erarbeitet. Das heißt, dieser Trigger gibt euch die Bestätigung, diesen Finger zu benutzen. Ja, das heißt, zu klicken. Und sobald das passiert ist, ist dieser Prozess im Gang. Ja, jetzt müsst ihr beurteilen, was macht der Markt. So. Geht er so, wie eure Erwartungshaltung es darstellt? Ja, das heißt, im Grunde genommen entwickelt sich der Trade. Super. Wo sind die ersten Teilgewinnmitnahmen, wo ist die nächste Widerstandszone, wo ist mein ultimatives Ziel, falls ich Position halte, oder gehe ich vielleicht rein und nehme 100% der Position wieder raus bei 10 Ticks, ja, wenn das der Plan besagt, bei 10 Ticks 100% der Position rauszunehmen, dann nimmt man die raus. So. Und sobald ihr den Exit gespielt habt, habt ihr diesen einen Prozess hinter euch gebracht. So. Und danach Kopf erstmal wieder aus, entspannen. Ja? Also nicht die ganze Zeit angespannt sein, weil das bringt nichts. Ja, ihr werdet nicht die Leistung bringen. So, Trade fertig, entspannen, auf nächste Situation warten. Warten, nicht die nächste Situation suchen, sondern warten. Ja, zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn ihr was sucht, findet ihr auch. Ja? Wie wollt ihr das dann auswerten, was ihr findet? Ja, gehört nicht zum Plan. Ihr wartet einfach auf das Level, was ihr euch morgens vorbereitet habt. Ja, das ist beim Bund zum Beispiel heute das Daily High. Und das war auch das False Break und das Daily Low. Dazwischen habt ihr nichts zu tun. Habt ihr hier Handelsmöglichkeiten gehabt? Ja, auf beiden Seiten. Habt ihr unten Handelsmöglichkeiten gehabt? Ja, auf beiden Seiten. Fertig. Thema ist vom Tisch. Ne? So, ungut ist. Und so, wenn ihr es schafft, euren Handel vorzubereiten. Deswegen, ja, wer die Videos von mir kennt, ja, sage ich ja immer wieder, mein Handel ist eigentlich morgens um 6 schon abgeschlossen. So, weil ich habe meinen Zonen vorbereitet, ich weiß ganz genau, was ich handeln werde. Das heißt, ich setze mich nur als Execution Part an den Tisch, um auf die Maus zu klicken. Ja, wenn wir da in diesen Zonen sind. Wenn ich ein kleines Äffchen hätte, was meinen Trigger kennt, würde ich hier einsetzen und sagen, dann klickt bitte da. Ja, weil mehr ist das nicht. Genau. Und wenn der Prozess gut aufgeht, dann ist super. Wenn der Prozess schlecht aufgeht, ist auch super, weil ihr habt euren Plan verfolgt. Ja. Wenn der nur einen Tag schlecht aufgegangen ist, das ist kein Problem. Wertet aus und dann sagt ihr, was ist passiert. Keine Ahnung, konnte mich nicht konzentrieren, musste wegen Pipi gehen oder was weiß ich was und
habe Hauptsache executed am Level, ja, den Trigger nicht so richtig beachtet. So, fertig. Aufgeschrieben, gut ist. Wenn ihr fünfmal die Woche schlecht executed, ja, dann geht man hin, wertet das aus und sagt, okay, warum habe ich das jetzt so gespielt, wie nicht vorbereitet? Ja, eigentlich wollte ich einen Long da spielen, habe aber, weil ich gesehen habe, irgendeine, was macht da irgendwas, irgendeine 800 Kontrakte reingeschmissen. Ich habe jetzt einen Short gespielt, der Long ist aber aufgegangen. Ja, das heißt also, alles über diese Sachen. Und ihr könnt es eigentlich nur vernünftig auswerten, wenn ihr sagt, das und das war mein Plan. Was habe ich von dem Plan umgesetzt und wie habe ich es umgesetzt? Ja. Das heißt, diesen einen Trade müsstet ihr in zig Teile auseinandernehmen. Ja, diesen Trade-Gedanken, Vorbereitung, also Handelsvorbereitung, Trade-Vorbereitung, Trade-Execution, Trade-Management und Exit. So. Das müsst ihr sowas auseinanderklamüsern, dass ihr sagt, okay, in welchem Part bin ich gut, in welchem schlecht? Ja, vielleicht seid ihr in der Execution gut, seid aber im Trade Management sehr, sehr schlecht. Ja, das heißt, würdet ihr euer Trade Management viel mehr Aufmerksamkeit schenken, euch daran arbeiten, dann werdet ihr die ultimativen Profis. Wie auch immer. Also gibt es verschiedene Bereiche, ja, wie man das machen kann. Gut. Das als kleiner Ausflug auch dahin. Was haben wir im DAX heute? Ja. Ja. Dadurch, dass der Markt heute relativ früh, ja, hier 7:30 Uhr, nach oben abgehauen ist, ja, und beim besten Willen ist das nicht unbedingt so die Handelszeit. Ja. Ich sage ja immer meistens so, ab 9 kann man da handeln. Ja. Wenn die ab 8 was vorbereiten, das ist so richtig, was man sieht, ja, was hier so eigentlich gewesen ist. Ja, aber gut, da stecken wir ja nicht drin. Das heißt, im Grunde genommen war das hier das Long-Level. Ja, wir haben uns schon darüber aufgestellt. Das heißt, für uns war nichts anderes zu tun, als erstmal zu warten, dass die Setbacks hier gespielt werden. Das heißt, Markt kommt zurück um 9 Uhr, wird hier verteidigt und wir laufen mit dem Markt hoch. Ja, dadurch, dass es nicht der Fall hier war, musste man ein bisschen ausweichen und ein Late Entry machen. Ja, also ich habe immer zwei Entry-Möglichkeiten. Das heißt, einmal um dieses Level als risikoarme Trade, ja, also Risk, ja, also Riskbox hier, risikoarm. Das heißt, hier ist hundertprozentig, kann man das lesen. Ja. Oben drüber sollte eigentlich Kaufkraft kommen und unten drunter wird es dann eng. Ja, deswegen kann ich hier das Risiko sehr, sehr gut einschätzen. Ist aber nicht immer möglich, da reinzukommen. Ab und zu sieht man keinen Träger oder der Markt kommt nicht dahin. Also muss ich auch noch ein Late Entry haben. Das heißt, die Möglichkeit, die, sagen wir, die letzte Möglichkeit, die es mir erlaubt, in den Trade reinzukommen. Genau. Und die wäre im DAX gewesen. Ja, das war das letzte Hoch hier. Ja. Walter. Jo. Das war das letzte Hoch hier. Ja, das Hoch wurde hier nach oben ein paar Mal rausgenommen, aber konnte nicht gehalten werden. Ja, deswegen ein sogenanntes False Break Niveau, ja, ich sage False Break auf M1, ja, und hier habt ihr die Chance gehabt, um 7 nach 9, 6 nach 9, nachdem der Markt schon eröffnet hat, eine Position long einzunehmen, ja. Das Risiko geht nicht bis hier ganz nach unten, ja, das heißt, sonst würdet ihr euch komplett ins Bein schießen, hier ein Risiko von 60 Punkten aufzunehmen, ja, das tut weh. Deswegen müsst ihr hier hingehen, ja, eventuell Volumenprofil reinziehen, schauen, wo die letzten Nackenlinien gewesen sind. Ja. Also hier haben wir so eine Nackenlinie zum Beispiel, ja, weil hier kam die positive Kerze, wurde abverkauft, hier hat es noch ein paar Mal gehalten, nach oben durchgebrochen. Das heißt, also das sind so Szenarien, wie ihr eure Stops dann planen könnt. Ja. So. Aber hier müsst ihr auch die Frage immer beantworten, bevor ihr handelt, ja. Das heißt, bevor ihr handelt, müsst ihr euch immer die Frage beantworten. Oder nicht die Frage beantworten. Ihr müsst erstmal mit dem Chart richtig arbeiten. Ja? Das heißt, habt ihr die Zone gehabt? Ja, nein, vielleicht. Nein, dann falsch gearbeitet. Wie auch immer. Das heißt, sitzt nicht da und verplempert die Zeit.
Ja, nutzt den Chart, nutzt die Zeit, bereitet euch was vor. Deswegen, es gibt nicht nur Handelsvorbereitung, sondern Trade-Vorbereitung. Ja, und das gehört sowas dazu. Das heißt, der Markt läuft hier drüber. Jetzt habt ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Minuten Zeit, um zu gucken, wenn er hier zurückkommt. Die Frage muss sofort da sein, wenn er jetzt hier zurückkommt, das Setback, wie ist das Risiko? Ja, wo kommt das Risiko hin? Nicht erst hier beim Klicken, am besten hier so oben rein, einfach in die Kerze, dann erst anfangen zu überlegen, scheiße, der Stop steht falsch. Ja, wenn der Stop falsch steht, dann könnt ihr den Trade nicht nehmen. Ja, das ist Regel Nummer 1. Ja, so, Risiko. Wenn das Risiko nicht passt, dann könnt ihr nicht handeln. Dann müsst ihr irgendwas dafür tun, dass entweder das Risiko minimieren, das heißt schon, sag mal, wenn ihr mit 3 Positionseinheiten reingeht, dann geht ihr eben vielleicht mit einer Positionseinheit rein und sagt, dadurch kann ich, sagen wir, statt 10 Punkte 30 nehmen, komme auf das Ergebnis aber genau gleich hin. Ja, bin da, was weiß ich was, 750 Tacken dann im Minus, wenn es nicht richtig läuft, ja, und sonst mit 10 Punkten bei 3 Einheiten auch bei 750. So, genau. Und wenn die Frage mit Ja beantworten werden kann, ja, das heißt, Risiko passt, dann könnt ihr handeln. Ja? Und von mir aus, wenn ihr so hingeht, dass ihr das Risiko hier erstmal minimiert, könnt ihr natürlich in die laufende Bewegung ausbauen. Ja? Weil was wollt ihr einfach haben? Dass ihr hier nicht mit vollen Positionen steht und der schießt nach unten durch, sondern wenn ihr seht, dass ihr mit einer Einheit hier reingeht und der Markt bewegt sich, ja, geht, schmeißt die nächste rein. Ja? Im Durchbruch schmeißt die nächste rein. Ja, das heißt, ihr baut die Position nach oben aus, klar, verlegt euren Einstand ein bisschen nach oben, aber anyhow, ja, es ist eine Bewegung in Trendrichtung hier in diesem Fall, deswegen warum nicht. Genau, und das war so ein bisschen, was DAX angeht. Ja, jetzt natürlich die andere Frage ist, was ich unheimlich oft höre, der war mir zu schnell, da war es schlecht vorbereitet. Ja. Wenn der Markt für dich zu schnell ist, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder bist du zu langsam für diesen Markt, dann wird die Entscheidung fallen, den Markt zu wechseln. Oder wenn der Markt zu schnell ist und du bist schnell genug, ja, von mir aus Formel-1-Fahrer, ja, sehr gute Aufnahmefähigkeit, dann bist du wahrscheinlich schlecht vorbereitet gewesen. Ja, weil, warum? Wenn ich die Zone hier eingezeichnet habe, und auf diesen einzigen Moment hier warte, dass wir hier reinlaufen und dann diese 2 Minuten hier meinen Fokus zu 100% da reinlege, ja, bin ich mir sicher, dass man eine Execution da spielen kann. Man muss aber nur wissen, dass genau diese Zone gespielt wird oder dieses Level gespielt wird. Und deswegen sitzt ihr da, ja, und dann wollt ihr eigentlich nur dieses Level sehen und dann wollt ihr das ein oder andere, sagen wir, triggermäßig auf eurer Seite haben. Ja, das heißt, die Dominanz auf der Long-Seite statt auf der Short-Seite. Ja, und schon klickt ihr, weil ihr wart darauf vorbereitet. Ja, wer natürlich da sitzt und die Hände nach hinten, ja, und aus dem Fenster guckt und auf einmal sind wir da und der Markt läuft sofort weg, ja, natürlich seid ihr zu langsam. Ja. Deswegen. Gut, gut. Da sollte erstmal zum Krüppelmarkt reichen. Ja. DAX ist gleich in seinen Verteidigungsbereich. Ja. Das heißt, die Ziele werden erreicht. Ja. Wer in diesem Daily High reingegangen ist und tatsächlich so, sagen wir, swingmäßig traded, ja, also mit Position halten. Ja, wobei wir handeln oder wir haben alle verschiedene Handelsstile. Ja. Ich mache gerne zum Beispiel 100 rein, 100 raus. Ja. Ja. Ich fühle mich damit am wohlsten, weil das meiner Psychologie entspricht. Ja. Entweder ganz oder gar nicht. Ja, ich mag nicht dieses Vierteln, Dritteln und was weiß ich, was ab und zu kommt mal vor, dass ich mal so eine Position auch mal laufen lasse. Ja, für mich ist es entscheidend, wie die Dynamik ist. Ja, aber die anderen zum Beispiel, die sagen, die bauen dann hier nach oben ein paar Positionen auf, spielen mit denen, ja, das heißt immer wieder Gewinnmitnahmen und die letzte Position bleibt immer drin und das ist dann für die das Ziel auf der Oberseite. Ja, und wenn wir auf der Oberseite ankommen, kann man noch, dadurch, dass die Distanz relativ groß ist, kann man abwarten und schauen, okay,
nimmt er das vielleicht auch noch raus und wir laufen Richtung 16.000, ja, oder macht ihr Trendbrüche nach unten, Volumen-Reversals, wie auch immer, dann sagt man, okay, gut, dann habe ich hier vielleicht 20 Ticks dem Markt wiedergegeben, aber okay, bei 200 Punkten Bewegung oder 150 Punkten Bewegung sollte man sich darüber nicht streiten. Ja? Genau, und da muss man eben auch die Gewinne mitnehmen und nicht warten, ja, wenn alle Zeichen kommen, dass da nichts mehr auf der Long-Seite geht, nicht sitzen und warten und sagen, wir sind aber im Long, wir sind im Long, der wird das schon nehmen. Ich habe das Gefühl, der wird das hochnehmen. Und in den nächsten zwei Kerzen macht er minus 150 Punkte. Realistisch, ja, komplett realistisch. Und dann sitzt ihr und sagt, fuck, 3 Stunden da verbracht, 150 Punkte vorne gewesen und jetzt sitze ich mit null. Was macht das mit euch? Das könnt ihr einen Psychiater aufsuchen, ja. Einen guten, der euch dann wieder heilt. Ja, weil ansonsten ist das Kopfkino vorprogrammiert. Ja, da braucht ihr wieder 2 Wochen, damit ihr euch davon erholt. Ja, wenn ihr im Echtgeld 150, 180 vorne wart, Punkte, und schließt das Ding mit Minus oder einem Break-Even. Ja. Chaos. Gut, gut. So, ich gucke mal eben kurz, ob da irgendwelche Fragen auftauchen. Eine Frage ist da, kannst du mal bitte einige Träger dir... no. Könnte ich, aber das zeige ich noch nicht mal meinen Mentees, meinen Schülern. Ja, weil, warum? Nachhandeln ist leicht, ja, nachahmen ist leicht, aber das ist auf die Dauer ist das nichts. Ja, ihr müsst reingehen und damit arbeiten. Ja, das heißt, arbeitet an diesem Prozess. Ja, es schenkt euch keiner was. Und wenn ihr selber für euch was gefunden habt, wie so ein Entry funktioniert, dann wird das euch niemand mehr im Leben nehmen können. Ja, das heißt, wenn ich jetzt euch so ein Ding zeige, ja, wie diese Sprichwörter sind, ja, ich will dir nicht den Fisch zum Essen geben, sondern will dir das Angeln beibringen, sowas. Ja, und da müsst ihr hingehen und sagen, da sind meine Zonen, ja, da handle ich immer und jetzt musst du das verfeinern, jetzt gehst du rein, gehst in die Kerze rein, ja, und jetzt fängst du an zu schauen, was für dich maßgeblich ist, dass du draufklickst, ja, was muss da passieren, zum Beispiel in Dominanz, also der Markt läuft short, ja, der läuft so lange short, wie der Short es für nötig und richtig hält. Er wird erst abdrehen, wenn der Short fertig ist oder sich eine Long dagegen stellt und dieser Long die Dominanz an sich reißt, weil er sagt, ich habe viel mehr Geld. Ja, zum Beispiel im Bund, was weiß ich was, Markt läuft short und die EZB sagt, jetzt reicht's. Ja, und dann werden die dazu langen und jeder weiß, dass mehr Kohle als die hat keiner. Ja, das heißt, die werden die Bewegung stoppen und die werden die Bewegung auch drehen, wenn die wollen. Ja, da können alle zusammen dagegen handeln. Ja, so, die werden es sowieso nicht bringen. So, das heißt, solche Überlegungen, diese Gedankengänge müssen da drin sein. Ja, für diejenigen, die technisch unterwegs sind, können zum Beispiel irgendwelche Closings maßgebend sein. Ja, so ganz einfach, was weiß ich was. 5 Minuten closed lieber, Setback an das Ausbruchsniveau, könnte ein Trigger sein. Ja, funktioniert eigentlich ganz gut, nur eben ab und zu funktioniert es, ab und zu nicht, sei mal so. Ja, also auch da muss man verfeinern. Vielleicht geht man dann hin und sagt, ich nehme, wenn ich einen Ausbruch spiele, da ist das 5 Minuten close, ja, 5 Minuten ist noch aus dem Ärmel gegriffen, ja. Ich warte das 5 Minuten Close-Up, ja, so, und jetzt macht ihr ein Review und sagt, pass auf, von 100 Trades gehen 60 auf mit 5 Minuten Close und 40 nicht. So, also geht hier die Arbeit weiter. Jetzt werdet ihr anfangen zu vergleichen. Was ist maßgeblich für den Handel? So. Ausbruch, wann funktioniert ein Ausbruch? Wenn die Marktteilnehmer da sind. Was bedeutet, wenn die Marktteilnehmer da sind? Es bedeutet, die müssten ein bisschen Volumen produzieren. Oh, okay, Volumen. Macht ihr ein Volumen rein.
So, jetzt seht ihr, von den 60 Trades, die aufgegangen sind, war das Volumen in der 5-Minuten-Kerze überdurchschnittlich. Und in den 40, die nicht aufgegangen ist, die war unterirdisch. Na, jetzt seid ihr einen Schritt weiter. Jetzt wisst ihr, okay, das Volumen muss so und so sein beim Ausbruch mit dem 5-Minuten-Close. Jetzt habt ihr schon 40% Scheiß aussortiert. Jetzt habt ihr nur 60. Ja, daraus sind wieder 100% entstanden. So, jetzt geht ihr weiter und addet immer wieder solche Sachen. Ja, aber ihr müsst erstmal begreifen und überhaupt in euch reindenken, was ist denn wichtig? Ja, was ist ein Ausbruch? Ist das tatsächlich nur eine grüne Kerze über einem Level? Oder was passiert da? Ist das vielleicht eine Interaktion zwischen Verkäufer und Käufer? Kann man da die Dominanz des Käufers sehen? Kann man schon vorher sehen, dass da irgendwas vorbereitet wird? Ja, solche Geschichten. Ja. Und nur dann wird es für euch funktionieren, weil ihr im Grunde genommen für euch die Fragen alle abgearbeitet habt. Genau, das ist nur ein kleines Beispiel gewesen. Ja, wie man eigentlich an die Sache rantreten muss. Ja, nicht immer YouTube gucken und sagen, okay, die haben gesagt, das Delta muss so und so sein, wie auch immer. Ja, erstmal überhaupt verstehen, wer ist da in diesem Handel unterwegs. Ja, dieser ganze Chart, ja, das ist nichts anderes. Ja, alle diese drei. Und das ist eine riesige Ansammlung an P&L. Ja, da ist an jedem Punkt sitzt irgendeiner und ist im Minus und da sitzt irgendeiner, der ist im Plus. Ja, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, da sind menschliche Emotionen drin, da ist Psychologie drin, da sind Schmerzen drin, da sind Verluste drin, da sind Gewinne drin, da freut sich einer, der andere heult wieder. Ja, das ist alles Menschen, die dahinter sitzen. Auch wenn man da irgendwelche Algos hat, ja, aber müsst ihr auch überlegen, auch diese Algos haben Schmerzen, weil irgendein Depp muss ja die Kohle für die Algos hinstellen. Ne? Und wenn die Algos nie gut handeln, dann wird der Depp, der hinten sitzt, an der Maschine oder als Geldgeber, der wird auch heulen. Ja? Ja, das ist alles nicht so. So, das ist alles nicht so einfach. Deswegen, mal gucken, vielleicht noch eine Frage. Wie heute Morgen im Mund hoch, hoch und runter. Genau. Und hat aber auch Spaß gemacht, weil ihr hättet heute im Bund den ganzen Monat wieder verdienen können. Gut, Eurostocks. Aber wie gesagt, ihr müsst euch mit den Märkten beschäftigen. Ja. Es nützt nichts, ja, wie die meisten, mit denen ich rede, es nützt nichts, den ganzen Tag vor diesem Rechner zu sitzen. Ja, das ist so ein Bullshit, ja, wenn mir irgendeiner sagt, aber ich mache Screentime. Ja. Das ist kein Screentime, das ist Verschwendung der Zeit. Ja. So. Screentime bedeutet, tatsächlich etwas vernünftig durchzuarbeiten, ohne zu klicken von mir aus, durchzuarbeiten. Den ganzen Tag davor zu sitzen, wo man nicht mehr weiß, ob die Kerze hoch oder runter geht, weil man komplett schon overloaded ist, confused ist. Man kann diese ganzen Verbindungen gar nicht mehr herstellen. Ja, Käufer, Verkäufer, wo sind, was ist, wie auch immer. Ja, man sitzt dann nur vor und glaubt, nur weil man länger davor sitzt, dass man einfach das Handeln dann erlernt. Nee. Handelt lieber eine Stunde morgens zur Eröffnung, ja, 9 Uhr bis 10.30 Uhr, lass es anderthalb Stunden sein, weil meistens ist da der Handel dann vorbei. Ja, meistens kann man sich da schon seinen Kaffee wieder trinken. Und danach macht ihr anderthalb Stunden bis 12 Screentime. Ja, voll noch mit Power, Energie. Das ist dann effizientes Arbeiten, ja, dass ihr dann tatsächlich anfangt, zusammen mit dem Markt zu arbeiten. Ja, aber nicht 3 Stunden gehandelt, Stunde Pause und dann 6 Stunden wieder bis abends handeln. Da kommt doch nichts bei Vernünftiges raus. Außer, dass ihr auf einmal Sklaven der Computer werdet. Ja. Ich kriege doch vom Leben dann nichts mehr mit. Ja. Aber gut, Eurostocks. So, Eurostocks im Grunde genommen, heute auch relativ früh, ja, hier 7.30 Uhr nach oben weggelaufen, hat sein erstes Ziel 203
um einen Tick hier verpasst. Ja, deswegen mussten wir abwarten, bis wieder der Markt zurückkommt. Ja, ab 9 Uhr macht er auf, kommt hier auch in der 9 Uhr Kerze relativ zügig zurück. Ja, aber handelstechnisch, wie gesagt, um 9 Uhr da reinzuspringen, ist so ein bisschen schwierig. Also müssten wir auch hier abwarten. Das ist nur ein Ziel gewesen. Das ist abgearbeitet. Ja, fertig. Das Ziel ist durch. Na, das heißt, wir befinden uns mit 9 Uhr immer noch im Long-Trend über Yesterday Daily High. Das heißt, wir suchen nach Long-Entries. Ja, und dann hat man im Grunde genommen das Gleiche, was ich gerade im DAX gezeigt habe. Ja, schaut euch die letzten Nackenlinien hier an, wo die gewesen sind. Ja, hier kommt er runter, verteidigt das Ganze über 2 Minuten. Spielt das Richtung Oberseite und schon seid ihr drin. Ja, das heißt also auf solche Sachen achten. Und dann, wie gesagt, auf der Oberseite die Ziele. Ja, dieser Ausbruch ist gekommen. Das heißt, ihr könnt in der Position drin sitzen bleiben und erstmal Tee trinken. Diese Phase ist für alle sehr schwer. Ja, wir wissen nicht wohin, aber es geht nicht nach oben, es geht nicht nach unten. Also könnte man ein bisschen M1-Range hier unterstellen. Ja, und hier kommen wir dann aus der Range nach oben raus. Na, aber wie gesagt, alleine dieser Trade nach oben, der gibt euch 10 Ticks raus. Ja, 10 Ticks im Euro-Stocks ist sehr, sehr gut pro Bewegung. Ja, und der bewegt sich so in diesem Rahmen zwischen 5 und 10 Ticks, je nachdem. Ja, also das sind so die normalen Schübe. Ja, und dann passt das. Ja. Genau, ne? Also das ist so das Spiel, was man hätte spielen können. Mehr auch nicht. Ja. Hier oben irgendwo dann anfangen reinzugehen, ja, ist wieder hin und her so ein bisschen. Ja. Diejenigen, die nach oben unterwegs sind, werden anfangen, Positionen zu mischen, Glattstellung durchzuspielen. Oh, nach oben geht es nicht weiter. Ja. Ihr positioniert euch gerade in diesem Ausbruch nach oben. Ja, der andere sagt, oh, geht nicht weiter, wird irgendwas absorbiert, nimmt mal 2000 Kontrakte mit, ihr seid im Minus. Ja, und jetzt fängt die ganze Geschichte an zwischen, jetzt habe ich eigentlich die Bewegung verpasst, jetzt muss ich aber das Geld zurückholen, ja, nochmal Long, nochmal Minus, nochmal Long, nochmal Minus. Ja, der Markt löst sich und ihr seid dann nicht mehr dabei und in diese ganzen Geschichten. Deswegen versucht da zu arbeiten, was ihr euch vorbereitet habt. Ja, wenn man sich was nicht vorbereitet hat, dann kann man es auch nicht handeln. Genau, das zum Eurostoxx. Ja. Und refreshen. So. Wie gesagt, auch hier 37 Riesenbewegung nach oben, ja. Kommen wir an das Daily High ran. Hier auf der Oberseite am Daily High, ja, Reaktion nach unten kommen, ja, letzte Kaufposition in diesem Sturm hier nach oben, das war diese hier, ja, das heißt hier schon mal Unterseite so ein bisschen mit einzeichnen, ja, arbeitet mit dem Ding und schaut mal einfach, was passiert, ja, das heißt nur, weil er hier jetzt auf der Oberseite durchgestochen hat, hat das noch nicht viel zu bedeuten, dass zum Break kommt, ja, sondern hier muss man jetzt gut abwägen, wer ist wie unterwegs, ja, was war das hier für ein Mist, ne? Das heißt, warum wurde hier das Ganze so heftig durchgehandelt und da muss man eben so ein bisschen abwarten, ja, schauen. Wie gesagt, wenn jemand Shorts handeln möchte, kann er es gerne machen, ja, das ist überhaupt kein Problem. Nur eben nach unten gucken, dass man, sag mal, wenn der Markt nicht das macht, was er machen soll, ja, dass man da so ein bisschen aufpasst, weil wenn er hier schon das False Break spielt und hier das Follow-up macht, warum läuft er nicht nach unten, ja, warum halten die Käufer das Ganze so, deswegen, danach kommt die Eröffnung, ja, dann kommt die Eröffnung hier, 9 Uhr, ja, das war quasi vor 9 Uhr, war dieser Long, ja, das ist, was ich immer sage, ja, der war vorbereitet, ja, das heißt, der war nicht nur so, sondern die haben hier angefangen, das Ganze richtig schön vorzubereiten, ja, die haben nicht mehr tiefer den Markt gelassen, sondern die haben alles aufgesaugt, ja, und das sind so Sachen, wo ich sage, man kann sich hier auch ein paar Ticks vor dem Level stellen, weil der Markt macht im Moment nur Long-Strukturen hier nach oben.
Ja, und das heißt, hier könnte man sowas spielen. Genau, 9 Uhr, zischt nach oben, ja, mit einer Kerze, bumm, aus dem Fenster raus. Und das ist jetzt die Schwierigkeit, ne? Weil jetzt fängt dieses Kino wieder an, ja, im Kopf zumindest. Das heißt, scheiße, 40 Ticks verpasst. So, jetzt kommt der Markt wieder kurz zurück, aber nicht ganz an Setback-Niveau, beziehungsweise nicht an das Local High und macht wieder neue Hochs. So, das heißt, wenn ihr jetzt anfangt, den Markt hin und her zu springen, um den Long zu chasen, ja, zu greifen, zu bekommen, hinterher zu jagen, dann könnte es ziemlich zügig auch schlecht ausgehen. Ja. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, das sind Minutenkerzen, die haben teilweise 20 Ticks. Ja, das heißt, euer Stop mit 10 Ticks oder sowas, der ist längst abgefrühstückt. Ja. Deswegen, hier ist jetzt Ruhe zu bewahren, zu gucken, was machen die Marktteilnehmer, was spielen die, wie spielen die das und gibt es vielleicht noch ein mögliches Setback an das Ausbruchsniveau, weil was eins sicher ist, dass die Jungs, die um 9 hier reingekommen sind und dieses ziemlich zügig produziert haben, die haben die Position eventuell gar nicht so ausgebaut. Ja. Diejenigen, die auch in den Long reinkommen wollten, sind gar nicht reingekommen, sondern die warten immer noch hier. Ja, weil es gibt auch Händler, die sind sehr strukturiert und wiegen auch ihr Risiko ab. Ja, das sind Händler, die sind sehr diszipliniert. Ja, die fangen nicht an, hier irgendwelche höheren Kurse zu schnappen, sondern die sagen, das passt nicht in mein Risikoprofil. Wenn ich überhaupt irgendwas hier machen werde, werde ich hier unten den Markt neu evaluieren und schauen, ob ich in meinem Risikobox nochmal einsteige. Ja, die anderen hier, die möchten nur Long, die sehen nur Geld. Ja, das macht hier gleich 1000 Punkte nach oben, dann bin ich Millionär. Ja, passt aber nicht. Und genau, dann kommt der Markt ein bisschen zurück. Na, kommt dann das Level, baut uns eine Long-Struktur auf und schon habt ihr unheimlich schöne Strecke nach oben. Der muss das Daily High nehmen, weil das war die Korrektur zum Yesterday's Daily High. Das heißt, von hier aus, jetzt haben sich alle die Chance, oder jetzt haben die alle die Chance gehabt, um sich zu versammeln. Jetzt haben die sich versammelt. Jetzt sollen die auch mal nach oben laufen. Ja, geht nicht. Ja. Kommen nicht durch und der Markt wird wieder abverkauft. Das ist nicht mehr schön. Ja, das ist nicht mehr so ganz typisch. So. Und dann gibt es hier einen False Break darunter. Setback nochmal in die 128 und der Markt läuft dann gegen die Short-Richtung. Ja, also ich möchte keinen zwingen, hier das False Break zu spielen, ja, weil wir hatten hier so vom Risiko so ein bisschen ja, hier Volumen aufgebaut, das heißt, könnte auch hier sich die Tiefs holen und dann abhauen, ja, wie auch immer. Aber, dann kommen wir wieder runter an das vorbereitete Niveau auf der Unterseite und schon haben wir wieder eine neue Handelsmöglichkeit. Ja, das heißt, erstmal dreht er vorher ab. So, das heißt, wir haben jetzt ZIP. Zack, ja. Der Markt dreht vorher ab. Das heißt, es gibt uns so eine gewisse Grundlage. Ja. Hier kommen nochmal die Shorts durch. Ja. Die Shorts bestätigen, dass die da sind. Ja. Kommen nicht weiter. Close oben drüber. Setback, kleines Risiko. Und jetzt habt ihr wieder den Weg frei nach oben. Ja. Läuft nach oben, läuft nach oben, läuft nach oben, läuft nach oben. Trennbruch, das passt zum Long nicht mehr. Das heißt, letzte Position fliegt hier raus. Und gut ist, ja, genau. Hier auf der Oberseite hätte man auch punktgenau eigentlich aussteigen können, ja. Ja. Was wir hier sehen, ist unheimlich viel negatives Volumen, ja, nach oben das Volumen sehr abnehmend, an der Spitze sogar komplett alles nur absorbiert, ja, das war die Einladung dafür, dass man sagt, ups, ich gehe raus. Wenn nicht hier, dann spätestens mit dem Bruch dieser High-Volume-Note hier. Ja, und da kann man im Grunde genommen seinen Trade schließen, wer hier im Long war.
Wer eine Stufe weitergeht, ja, der macht sich vielleicht nur euch, ja. Kriegt ihr nirgendwo mehr gefasst. Ja. Aber das hängt damit zusammen, dass nicht viele professionell handeln. Ja. Das ist der Brudi, ja, vom Bund, der sogenannte Bobbel, ja. Genau. So. Die Fünfjährige, ja. Und die Fünfjährige, die lief auch genauso nach oben. Und hat die aber an der Spitze so gemacht. Ja. So. Und zwar auf einen Preis. 1244. Und der Bund war gerade da oben. Wenn ich hier sowas sehe, und der Markt bewegt sich nur einen Tick dagegen, so, könnt ihr im Bund die Position schließen. Ne? Genau. So war das im Bobble. Ja, und der ist jetzt auch unten angekommen und hat hier auch so ein bisschen was versucht zu machen. Deswegen auch schöner Markt. So. Jetzt gehen wir wieder zum Bund rüber. Ja. Also im Grunde genommen, was lernen wir daraus, ist, auch wenn, sagen wir, unsere Erwartungen so sind, wie die sind, ja, dass wir sagen, oberhalb des Daily Highs, ja, dann Longs, Longs, Longs und am besten hier bei 137, 35 einzulaufen, ja, bis dahin sollte er laufen, bevor überhaupt mal irgendwie so Short-Sachen da reinkommen könnten, sollten wir einfach an unseren Prozess denken. Ja, das heißt Trade Management. Ja, wenn wir sehen, dass etwas im Markt passiert, was zu diesen Long-Trade-Erwartungen nicht passt, wie was ich gerade im Bobble gezeigt habe, dann sollte man im Bund da oben sehr, sehr vorsichtig sein. Nicht nur vorsichtig, sondern man sollte dann sofort im Bund reinschauen, ja, wenn wir jetzt im Bund hier sind, hier reinschauen und sagen, warte mal, was ist los hier? Wir sind am High. Der stellt mir hier ein bisschen auch Volumen hin, nach oben abnehmend. Der bricht die zweite Volumenspitze, das reagiert. Das heißt, das ist so der Prozess, der im Kopf ist. Bobble spielt nicht mit. Der macht überhaupt kein neues High oder überhaupt nicht annähernd neues High, weil der ist ungefähr hier abgedreht. Das reversed alles. Passt das noch zu euren Gedanken, wie ein Long auszusehen hat? Ein Long, der stetig läuft, so? Passt nicht. Also, sieht zu, dass ihr da rauskommt, weil was kann passieren? Wie ich schon gesagt habe, es sind ja Schmerzen und Leute sind da drin. Die sind alle hier im Long drin. Und jeder hat die Dollar in den Augen. Ja, und wenn die Dollar ein bisschen kleiner werden, dann werden die größeren Marktteilnehmer sagen, oh, glattstellen. Ja, ich möchte aus meiner Position raus, weil ich möchte heute Abend noch Kohle nach Hause bringen. Und ihr sitzt hier, Break-Even, und wartet, dass der Long kommt. Ja. So einfach. Was ich oft sehe, ist Positionsmanagement. Aufbau, ein raus, zweiten raus, dritten raus. Was macht das für einen Sinn, so zu arbeiten? Also ich rede nicht von Profis, weil die würden hier den nicht rausnehmen, sondern die würden versuchen, das Ganze zu verteidigen. Aber anyhow, das macht ja keinen Sinn. Und das passiert von Tag zu Tag immer wieder. Deswegen sage ich immer, Wo ist denn das Problem zu sagen, pass auf, was ist dein Ziel im Handel? Ja, die meisten sind ja im Demo. So. Was ist das Ziel im Handel? Live zu gehen. Okay, was brauchst du für live? Ich brauche am Tag 200 Euro. Ich brauche 500 Euro. Ja, wie auch immer. Was verdient ihr durch, wenn ihr so handelt? Auf die letzte Position verschenkt ihr jedes Mal 100 Tacken. Nehmt doch nur diese 100 Tacken mit insgesamt in eine Initialbewegung nach oben, nach unten. Und schon seid ihr bei 200 Euro. Ja.
und schon habt ihr doch den Tag fertig. Ja. Viele versuchen aus den 200, sobald die im Handel drin sind, im Kopf 20.000 zu machen. Weil könnte ja laufen, könnte ja werden. Kommt nach unten, ja, sagen wir mal, wenn der Trade uns 200 reingebracht hätte, kommt nach unten, letztendlich bleiben vielleicht 80 hängen. Ja, ist wieder zu wenig. Und das wird nicht nachgearbeitet. Der Prozess wird nicht verfolgt. Ja, und man realisiert gar nicht, dass man eigentlich schon erfolgreich handelt, dass man eigentlich schon längst im Live Geld verdienen könnte. Aber dadurch, dass man so arrogant, nicht arrogant, ignorant ist, ja, gibt man immer wieder seine Kohle ab und sitzt da dann statt mit 200 mit 80. Ja, wie im Eurostoxx, bestes Beispiel, weil er sich ja ein bisschen langsamer bewegt. Diejenigen, die anfangen, handeln ja nicht sofort mit 50, 100, 150 Kontrakten, sondern meistens immer mit 1, 2, 3. So, da bewegt sich seine 5x. Erste Position wird nach 3 rausgenommen, zweite wird im Rücklauf ebenfalls bei 3 rausgenommen und der Rest wird hier rausgenommen oder gestoppt. Somit haben wir aus einer 5x-Bewegung haben wir da nicht 15 Punkte mitgenommen, sondern 6 und vielleicht hier minus 3 kassiert. Statt 15, also statt 150 Euro hat man nur 30. Dann sagt man, boah, mit 30 Euro kann ich nichts anfangen. Mit 150 aber schon. Ja. Das heißt, wenn ihr das in eurer Nachbereitung nicht merkt, dass ihr nur eine kleine Sache verändern müsst, und zwar eure ja, Einstellung. Ja. Nehmt doch einfach jeden Tag 150 mit aus der Bewegung. Und wenn ihr irgendwann mal so weit seid, dass ihr so groß genug seid, dann könnt ihr immer noch irgendwas spielen mitlaufen lassen oder so. Aber in erster Linie steht ja, vernünftigen Entry zu spielen und ein gutes Gefühl zu haben. Ja, das heißt, Entry zu spielen, Geld zu verdienen. Ja, spielt doch mit 5x Profit. Ja, jetzt werdet ihr sagen, es ist aber 1 zu 1. Ich habe 5x Stop und 5x Profit. Funktioniert doch nicht. Aber sowas von funktioniert das. Warum soll es nicht funktionieren? Weil ihr seid ja nicht wie alle anderen. Ihr handeln, weil keine Ahnung was, ja, sondern ihr habt doch einen Plan. Ihr habt die Analyse. Nummer 2. Aus der Analyse habt ihr euer Setup. Nummer 3. Ihr habt euren Trigger. Nummer 4. In diesem Fall habt ihr eure 5x Stop zum Beispiel im Eurostoxx. Entschuldigung, 5x Profit. Wenn ihr das alles zusammenlegt, habt ihr gegenüber anderen fast 100% Vorteil. So. Weil dann habt ihr die Trefferquoten sind anders. So, dann geht ihr mit viel mehr Confidence in den Trade rein. Ja, weil es stimmt einfach alles. Ja. Und dann funktioniert das auch. Ne? Wobei, da braucht man keinen 5x Stop. Ja, 5x kann man als Notstop nehmen und bei 2x schon wieder rausgehen. Genau. Ja, und das ist so das Häufigste, was mir auffällt. Eigentlich können die Leute handeln, aber dadurch, dass sie zu gierig, zu ja, irgendetwas nachjagen, was irgendwo bei ausgestrahlt wurde, ja, merken die gar nicht, dass die sich immer weiter, also sagen wir mal, auf der Zeitachse nach hinten gehen. Ja. Und deswegen, das ist alles viel, viel einfacher. Ja. Von mir aus, wenn ihr hier reingegangen werdet, nehmt eure 10x hier mit. Ist mir doch egal, wo ihr hinläuft. Es gehört nicht zu eurem Prozess. Noch nicht. Das ist euer Prozess. Hier, wo ihr hinläuft, das ist nicht mehr eure Aufgabe. Das ist ein Job des anderen. Ja, so wie früher in den Pits. Ja, da hat keiner 10.000 Instrumente gleichzeitig gehandelt, wie jetzt viele machen. Warst du Bond-Trader, hast du Bonds gehandelt. Ja, hast du S&P gehandelt, hast du S&P gehandelt. Ja, das heißt, du warst auf deinem Platz. Ja, das heißt, du kanntest deinen Markt, du wusstest, wie das alles funktioniert. So, oder wie in anderen Job. Ja, das heißt, wenn das euer Job ist, 5x mitzunehmen, 10x mitzunehmen, ist das euer Prozess. Ja, ihr geht nicht in eurem Job hin und erledigt eure Aufgabe und dann geht ihr zu dem Kollegen zwei Büros weiter und sagt, soll ich dir deine Aufgaben auch noch abnehmen? Ja, also da müsst ihr für euch erstmal klar definieren, was seid ihr, wer seid ihr, wie handelt ihr, was wollt ihr. Viele steigen so ein und erwarten dann das Unmögliche.
Ja. Und hängen dann seit 10 Jahren am Tisch und kommen nicht voran. Das sind ganz einfache Sachen. Und wie kommt man da rein? Oder da dran an die Information? Auswertung. Ja. Auswertung. Wer nicht von der Stelle kommt, der muss auswerten. Von 100 Leuten haben 98 Leute, in den 98 Leuten wahrscheinlich 80 gar keine Auswertung. Ja. Auswertung heißt nichts, ich schreibe meinen Trade auf einfach. Ja. Long im Setback plus 3 Ticks, das ist keine Auswertung. Auswertung meine ich das, was ich vorhin gesagt habe. Ihr müsst dieses Ding zerfleischen. Ja, ihr müsst dieses Ding komplett auseinandernehmen. Ja, in die DNA reingucken. Ja, das ist Auswertung. Damit ihr alles berücksichtigt, über die Zeit den Schrott aussortieren, das Gute beibehalten und das Gute nach vorne bringen. Und dann seid ihr auf einmal Profis. Ja. Oder wie viel, bei vielen ich höre, die haben dann 4, 5 Instrumente. So. Die kriegen keine Qualität hin. Ja, aber der Bund ist weggelaufen, weil ich gerade auf dem Stocks geguckt habe. What the fuck? So. Ich meine, mach doch erstmal eine Sache vernünftig. So. Und wenn die abgeschlossen ist, wenn du damit Geld verdienst, dann kannst du noch was dazu nehmen. Ja, dann nimmst du ein zweites Instrument mit dazu. Aber alle wollen zu viel. Ja, und das ist immer das, was euch den Hals bricht. So. Habt ihr noch Fragen? Ich glaube, wir sind schon längst, ja, schon längst im Feierabend gleich. Habt ihr noch Fragen? Gibt es irgendwas? Ich gucke mal eben bei YouTube rein. Ja, aber wie gesagt, das sind so die Sachen, womit man sich beschäftigen muss. Ja, das ist alles einfach und doch nicht so einfach, weil wir uns selber im Weg stehen. Ja, nicht mehr, nicht weniger. Habt ihr noch Fragen? Keine Fragen? Sehr gut. Wenn keine Fragen da sind, dann ganz kurz mal eben auf, kann ich euch eben auf unsere Seite verweisen, ja, traderstock.de, ja, da, wo ich jetzt herkomme, was wir hier anbieten, ja, das heißt im Grunde genommen eine Squawkbox, das heißt deutschsprachige marktrelevante Nachrichten, die von Alex übertragen werden, ja, Alex seit über 30 Jahren Trader bei der Deutschen Bank gewesen, bei UBS. Das heißt, unheimlich viel Knowledge, was Handel angeht. Generell das gesamte Team bei uns, ja, sind alle mit Background aus dem Handel raus, ja, früher aus den Banken. Der Alex macht die Squawkbox, ja, dann gibt es eine Marktbegleitung. Ja, das heißt, werden handelsrelevante Levels für die Instrumente zur Verfügung gestellt. Über eine Bildschirmübertragung werden auch kommentiert. Ja, da könnt ihr auch ein Trial für euch, ja, kostenlos ein Trial für euch mal registrieren für 14 Tage unverbindlich kostenlos. Ja, könnt ihr reinhören, was wir machen. Und dann gibt es mein Mentoring, was ich im Moment noch mache, was aber ab nächsten Quartal dann zu einer Ausbildung umformiert wird. Ja, nicht mehr zum Mentoring, sondern Ausbildung, was dann im Advanced-Kurs dann mehr oder weniger in ein Mentoring überläuft mit Performance Coaching, ja, aber da kommen nur Leute rein, die wir mehr oder weniger auswählen. Und man hat noch die Chance, dann bei uns in Frankfurt am Trading Desk zu sitzen, ja, bei unserem Trading Floor, unmittelbar direkt an der Börse. Ja, also wir schauen aus dem Fenster drauf. Genau, aber da kommen mehr Informationen im Laufe der nächsten Wochen, Monate. Ja, und ansonsten der Pari, ja, auch Händler von uns, der in Athen jetzt im Moment sitzt, der macht auch jeden Tag hier sein Mentoring, aber nur für die US-Märkte, das heißt S&P und Nasdaq handelt er und da macht er seine Sessions. Könnt ihr auch gerne im Trial reinhören, ihr könnt auch gerne bei mir im Trial reinhören, ja, das heißt, wer daran Lust hat, bei mir da ein paar Tage mal reinzuhören, dann könnt ihr uns anschreiben, ja, unter service@traderstock.de. Könnt ihr aber die ganzen Informationen hier auf der Seite entnehmen. Ne? So, ich bin soweit durch, wenn keine Fragen da sind und das sieht genauso aus.
dann wünsche ich euch einen erfolgreichen Nachmittag noch mit den CPIs gleich. Ja, wichtige Zahlen, mal gucken, wie die Märkte reagieren. Und für mich ist jetzt erstmal Schluss. Ich handle morgen weiter und wir hören uns dann am nächsten Donnerstag. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Dir das Video gefallen? Lass uns gerne ein Like da. Wir freuen uns über dein Lob. Du möchtest regelmäßige Updates erhalten, wann es ein neues Video gibt? Klick einfach auf Abonnieren sowie auf die Glocke. Denn nur mit der Glocke erhältst du auch eine Benachrichtigung, wann es ein neues Video gibt. Unsere Social-Media-Kanäle auf TikTok, Discord, Telegram, unser Webinar-Programm findest du auf Linktree, The Trading Pit. Du möchtest wissen, wie auch du gefundet werden kannst, um erfolgreich an der Börse zu handeln? Geh einfach auf www.thetradingpit.com und hol dir alle Infos, die du brauchst.